Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Mörderfolge Neuzugänge. Ja, so sieht's aus. Wir haben einen riesen Haufen Karten von meinem OCG-Händler. Das war noch nicht mal alles, das sind nur die Holos. Ich habe auch einige Commons und Rares rangeholt, die es halt entweder in Deutschland nicht in der Rarität gibt oder die halt zensiert, beziehungsweise eben unzensiert sind. Also wir haben wirklich diesen Haufen Karten hier. Ich hoffe, wir kriegen in einer moderaten Zeit durch, dass ich das nicht zweiteilen muss. Und weil es eben so eine große Sendung ist, als Bonus, diesmal drei Flames of Destruction Booster aus Korea. Wir setzen hier jetzt allerdings einen kleinen Cut rein. Das will ich machen, weil ich zuerst die Booster aufmachen möchte. Und ich werde das dann ans Ende des Videos hinschneiden, so wie immer. Aber ich bin gerade richtig hyped auf die Booster. Ich weiß gar nicht, warum. Normal halte ich es aus, heute nicht. Deswegen mache ich jetzt einen Cut, nehme die Booster-Öffnung zuerst auf und ja... Am Video selbst wird das jetzt nicht viel ändern, es wird laufen wie sonst auch. Und ja, los geht's. So, dann beginnen wir mit Sanctity of Dragon. Ja, die Karte ist bei uns so noch nicht raus, soweit ich weiß. Das ist eine Karte aus dem Extra Pack 18 in einer Extra Secret Rare, genau. Man sieht's hier vielleicht ein bisschen. Ich muss sagen, der normale Extra Secret Rare Effekt ist jetzt nicht so brachial. Wie zum Beispiel das Gold Secret, was auch relativ gut ist, sonst würde die Karte ziemlich überladen wirken, aber man sieht es, glaube ich, ganz gut. Ist eine wunderschöne Karte, sehr schönes Design, echt geiler Drache. Ich schätze mal, der wird auch zu uns ins TCG kommen. Ich glaube, ich habe da auch schon irgendwas gehört von. Vielleicht ist er auch schon im TCG und ich habe es schon voll verpennt wieder. Ne? Aber ist auf jeden Fall eine unglaublich schöne Karte und freut mich, dass ich die in der Sammlung begrüßen darf. Ist im Übrigen meine erste. Bin gespannt, was noch kommt in der Richtung. Tja, den werten Herrn, den haben wir hier schon gesehen bei einer der letzten Folgen. Das ist der Fireball Dragon im alternativen Artwork aus dem Link Reigns Pack. Genau. Auch extra Secret Rare. Sehr schöne Karte hier einmal. Ich glaube, dreimal müsste ich ihn jetzt haben. Fehlen also nur noch 6. Dann haben wir hier den Borrelow Dragon, auch im alternativen Artwork, ebenfalls aus LVB1, ebenfalls in Extra Secret Rare. Hier sogar mein erstes Exemplar, also im alternativen Artwork, versteht sich aus dem TCG, habe ich ihn ja im normalen Secret schon ein paar Mal. Ja, ich persönlich muss sagen, hier finde ich das Standard Artwork besser, das wir haben. Beim Fireball Dragon finde ich tatsächlich das Alternative besser. Aber hier ist es tatsächlich so, dass unser Artwork doch etwas besser ist. Ich werde hier ein bisschen schneller durchgehen, weil ihr seht, es ist echt ein wahnsinniger Haufen. Dann kommen ja noch die drei Booster. Also können wir uns nicht allzu lange bei jeder Karte aufhalten. Jetzt haben wir ein extra Secret Parallel Rare. Haben wir jetzt hier den, ach ja, wie heißt er denn? Oh. Dark... Ah, der finstere Rebellionsdrache. Jetzt ja. Oh, ist mir doch gerade der Name entfallen. Genau, auf jeden Fall hier auch ein extra Secret eben mit diesen Parallel-Streifen noch aus DBLE. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Set war. Ist eben auch im alternativen Artwork. Auch hier muss ich sagen, das alternative Artwork sieht besser aus als das originale. Auch der Hintergrund vom alternativen Artwork ist mega, mega cool. Ja, dieses pink-lilane mit dem Schwarz, das sieht einfach mega geil aus. Dann, ja, den Kameraden kennen wir auch schon. Das ist der buntäugige Pendeldrache im alternativen Artwork. Auch hier finde ich das Alternative besser. Ebenfalls in Extra Secret Parallel Rare, ebenfalls aus DBLE. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, war das jetzt ein Bonus oder habe ich den gekauft? Letztes Mal habe ich den, glaube ich, als Bonus mitbekommen, aber ich glaube, der ist gekauft. Müsste ich jetzt nochmal auf die Rechnung gucken. Richtig geil, ja. Mega nice, ich bin jetzt auch 3 oder 4 Mal schon. Sehr schöne Karte. Dann als Playset haben wir auch schon gesehen den Kollegen, ebenfalls in Extra Secret Parallel Rare ist das alternative Artwork vom Glasflügel Synchro Drachen. Allerdings finde ich hier zum Beispiel auch wieder das originale Artwork besser. Hier haben wir ihn eben als Playset. Ich glaube, ich hatte ihn das letzte Mal auch schon als Playset, also 5 oder 6 Stück müsste ich jetzt schon von dem haben. Ist auf jeden Fall auch im alternativen Artwork eine geile Karte, dennoch gefällt mir eben das Standard Artwork, das wir haben, ein bisschen besser. Dann haben wir Trickster Angel Holly. Ebenfalls ein extra Secret Rare aus LVB1 wieder, also aus dem V-Rains Pack. Wie oft habe ich die schon? Ich glaube, die war das letzte Mal auch als Playset mit dabei, müsste also auch entweder 4 oder 5 Mal sein. Das ist jetzt reines extra Secret Rare, das heißt, man sieht es jetzt hier nicht so stark. Vor allen Dingen bei Holy Angel ist der Effekt gar nicht so präsent, ne? So man sieht es.
Hat man es gerade ein bisschen gesehen, aber hauptsächlich ist die Karte einfach nur ein bisschen platinfarben. Ich schätze mal, unter einer Lampe sieht man es dann erst richtig krass. Ich habe jetzt hier Bewölkung, also quasi Bio-Softboxen. Dann haben wir Guki, den großen Oger. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den schon hatte, ob wir den tatsächlich schon mal in einer anderen Sendung hatten. Auf jeden Fall hier auch im alternativen Artwork. Ich finde beide Artworks cool, unser Artwork und das Alternative gefällt mir allerdings noch eine Runde besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Guki Ogre hier ein bisschen präsenter ist als eben bei unserer Karte. Bei uns ist es ja sowieso eine Random Super. Und hier ein Prismatic Secret da, das passt einfach gut zu der Karte. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Oh. Oho. Fünfmal direkt. Okay, also fünfmal, Leute. Genau, jetzt sind wir fertig mit den extra Secret Rares. Jetzt kommen wir zu den Ultimate Rares. Da haben wir einmal wieder den Skull Dragon. Den kennen wir ja auch schon. Den haben wir auch schon einmal gehabt. War sogar ein bisschen kostspielig, sage ich mal. So 15 Euro ungefähr ist die Karte schon wert. Auch bei meinem Händler. Zumindest wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Er möge mich korrigieren in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Ich habe ihn übrigens Katastrophe. Was war das? Seine Facebook-Seite habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt dort Kontakt mit ihm aufnehmen und bestellen. Das mit seinem Shop ist noch nicht, steht noch nicht. Da arbeitet er noch dran. Das heißt, momentan könnt ihr halt wirklich nur bestellen, wenn ihr das möchtet, auf Wunsch. Er besorgt euch das dann. Ihr habt eine gewisse Wartezeit, so zwischen 2 und 4 Wochen. Und dann ist der Krempel da. Genau, Skulldrake. Dann haben wir Jackknight of the World Scars. Müsste der englische Name sein. Den haben wir hier einige Mal in Ultimate Rare. Ja, sehr schön. 6 Mal, glaube ich. 6 Mal. Unglaublich cool. Jetzt fehlt er nur noch 3 bis 4 Mal, je nachdem, ob ich mir noch eine zum Traden ranholen möchte. Auf jeden Fall mega geil, ja. Jetzt schaut euch das mal an, wie schön das ist. Die Karte ist einfach sowas von geil. Ich glaube, bei uns war es bloß eine Ultra oder so. Und hier eben eine Ultimate Rare. Aus dem TCG habe ich sie tatsächlich noch gar nicht. Muss ich mir auch mal irgendwie ranholen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Ulti ist halt einfach mega fett, ja. Seht euch das mal an. Vor allen Dingen mit diesen Farben, mit diesen Regenbogenfarben hier unten. Sehr, sehr schön. Wirklich schön. Tolle Karte. Dann haben wir Mystical Beast Master Cerberus. Ist bei uns, glaube ich, auch eine Ultra Rare, oder nee, Secret Rare müsste das bei uns sein. Genau, es war bei uns eine Secret. Hier habe ich jetzt das Ultimate Rare als Playset. Das sind auch meine ersten 3, soweit ich weiß. Mehr habe ich noch nicht. Die mystischen Biester, die Mystical Beasts, die mag ich besonders gerne, so vom Aussehen her. Die gefallen mir echt gut. Da kommt dann später noch eins, das finde ich optisch, so vom Designer sogar noch besser als den hier. Allerdings ist der da bloß ein Super Rare, aber dazu kommen wir dann gleich. Den Buben haben wir auch schon mal gesehen in Ultimate Rare. Wie bereits gesagt, in Ultimate kommen halt wirklich diese Feinheiten hier unglaublich gut raus, deswegen... Wenn ihr Sammler seid, die tatsächlich darauf achten, wie die Karte aussieht und denen die Sprache nicht so wichtig ist, holt euch die Ulti aus Japan wirklich. Das ist optisch so der Hammer. Bei uns ist das eine Random Super Rare, ja. Das ist der metaphysische Vollstrecker. Und hier in Ultimate Rare, guckt euch mal an, diese ganzen feinen Äderchen, ja. Das ist einfach so krank. Das ist so detailliert. Richtig geil. Ja, aber auf eine Art und Weise, die halt nicht überladen wirkt. Und dann haben wir hier 2 Mal. Ja, jetzt kommen wir zu was Älterem. Wir haben hier aus dem Anniversary Pack das dunkle Magiermädchen und zwar als Playset. Das dunkle Magiermädchen ist eine ganz besondere Karte aus dem Set, denn die gab es nicht im TCG. Das Set bestand im TCG aus 8 Karten, im OCG aus 9 Karten, eben weil diese hier nicht zensiert werden durfte. Warum weiß ich nicht, wahrscheinlich weil sie von Katsuki Takahashi persönlich gezeichnet worden ist, man sieht auch hier unten die Unterschrift. Deswegen hat man sich eben darauf beschränkt, dass diese Karte nur im OCG rauskommt, ja. Das heißt, für mich persönlich ist diese Karte die besonderste aus dem ganzen Set, eben aufgrund ihrer Geschichte. Haben wir hier 3 Mal, ich glaube, jetzt müssen wir sie dann auch irgendwann 9 oder 10 Mal haben. Mal gucken. Und, ja, dann haben wir das Magi Magician Girl, oder wie sie heißt. Ich weiß von einem anderen YouTuber, dass das ursprünglich eine Zeichnung von Katsuki war. Hier unten haben wir auch die Unterschrift für irgendein Artbook. Und als alternatives Artwork zum dunklen Magiermädchen dienen sollte, man jetzt aber eine komplett andere Karte draus gemacht hat. Ich weiß jetzt... My Yu-Gi-Oh! TCG heißt der Kanal, glaube ich. Der hat auch ziemlich viel OCG-Stuff. Sehr, sehr... also wirklich... extrem coole Sache, ja, wirklich. Sehr, sehr schön. Es gibt übrigens einen Kanal, der gefällt mir auch ganz gut,
von Marlon. TCG Channel heißt der, glaube ich. Ich verlinke ihn euch mal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr halt, falls ihr Spieler seid, ihr habt ja den Content bei mir nicht, könnt ihr euch Deck Profiles angucken. Der macht auch Deck Profiles zum Goat-Format und so weiter. So, schaut da mal vorbei. Könnte ganz witzig werden. Genau, also Magi Magi Girl haben wir hier zweimal. Sehr, sehr schön. Coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann aus dem Millennium Pack. Bei uns eben nur als Super oder Ultra Rare gewesen. Hier als Ultra Millennium Rare aus Japan. Opfer des linken Armes heißt die Karte, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Auch cool, die mal hier am Start zu haben. Ist jetzt mehr so random beigemischt. Gefällt mir echt gut, ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die zappe, aber ein paar Mal bestimmt. Dann haben wir, sage und schreibe, 9-mal den Tinwinkel Cerberus in Ultra Rare. Wir haben ihn das letzte Mal in Alti gesehen. Ja, in Ultra Rare habe ich ihn jetzt auf jeden Fall voll. Brauche ich keine mehr. Auf Ebay geht der in Ultra Rare auch fast 5 Euro. Voll übertrieben eigentlich. Ne? Ich glaube, die Karte geht gar nicht so viel. Ist aber tatsächlich eine meiner Lieblings-Tinwinkel-Karten. Sieht halt einfach richtig böse aus. Ne? Deswegen gefällt es mir halt einfach sehr gut, die Karte. Genau. Hoppala. Dann geht es weiter mit dem... Ach, das ist auch so ein, dieses Mystical Beast Jack King oder Jackal King oder wie die Karte heißt. Ist bei uns eine Ultra, hier ist es eine Super Rare. Haben wir hier 6 Mal, also 2 Playsets. Sind wir also auch schon wieder ein gutes Stück weiter mit der Karte. Extrem coole Sache. Gefällt mir, dass wir die auch die in der Sammlung haben. Und zu guter Letzt, das ist die letzte Karte. Da haben wir sogar so viele, dass ich eine zur Abgabe habe. Das ist Vector Scare Archfiend. Ist bei uns, glaube ich, eine Rare oder eine Common. Hier ist es eben eine Super Rare. Ich glaube, Cyberus müsste das sein. Wieder so eine Cyberus-Karte, die aber extrem geil aussieht. Das ist einfach ein geiles Artwork. Ja, das war's mit der Sendung für heute. Wir haben es tatsächlich in 11 Minuten durchgedonnert bekommen. Und jetzt schauen wir uns noch an, was wir aus den Boostern ziehen werden. So, dann bleiben hier noch die drei Flames of Destruction Booster. Wir erinnern uns, wir haben bisher 4 Sendungen gehabt, immer mal ein Booster dabei. Wir haben eine Super Rare gezogen, die wir brauchen können, eine Ultra, die wir nicht brauchen konnten, weil es ja auch in Deutsch auf Ultra gibt, und eine Ultra, die wir ebenfalls brauchen konnten, einen Element Saber. Und einmal haben wir halt keine Holo gezogen, dafür aber Commons bzw. eine Rare, die wir brauchen konnten. Jetzt haben wir hier die dreifache Chance, was Krasses zu ziehen. Ich habe gehört, dass ein anderer Kunde schon eine Ulti gezogen hat. Das heißt, Ulti wird es wohl nicht mehr geben, aber mit viel Glück vielleicht eine Secret oder eben wieder eine Ultra oder vielleicht auch einfach eine Super Rare, die wir wieder brauchen können. Ich bin gespannt. Vielleicht geht es aber auch komplett in die Hose. Mal gucken. Mittlerweile habe ich es mit dem Öffnen der Booster raus, sozusagen. Ich gehe den natürlich schneller durch. Ich muss jetzt ja nicht zu allem was sagen. Na. Und wir haben eine Super Rare. Die gibt es auch bei uns als Super Rare tatsächlich. Das heißt, die ist jetzt für die Sammlung eher weniger zu gebrauchen. Aber es ist halt wirklich so, dass das hier eine richtige Super ist. Wie gesagt, in Korea ist eine Holo nicht garantiert. Genauso wie in Japan halt nicht, also im ganzen OCG. Dementsprechend bedeutet mir die eigentlich fast schon mehr als diese ganzen Supers, die wir aus den TCG-Boostern ziehen. Dennoch sind natürlich die aus dem TCG für mich relevant. Das heißt, die ist leider nichts für mich. Aber es ist eine Holo, also es geht ja schon mal gut los. Wir sind halt einfach Glückspilze. Schauen wir mal, was im zweiten Booster drin ist. Ah, Element Saber einer, mein Lieblingselement Saber. Schade, dass das keine Holo geworden ist. Oh, die kann ich sogar brauchen. Die gibt es bei uns nur super rare. Hier ist es eine Rare. Geil. Lass mal gucken. Das andere sind auch bei uns Commons. Dann. Boah. Letztes Booster. Ich erwarte mir natürlich keine Holo mehr, um Gottes Willen. Das wäre schon echt hart lucky. Ja. Wenn wir das Glück hätten. Und wieder eine Rare, die ich brauchen kann. Nämlich das Link-Monster für die Aufziehkarten. Ja, genau, das war es dann auch schon wieder mit den Boostern. Ich hoffe, die Sendung hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin zufrieden, ich bin mit den Karten zufrieden, ich bin mit dem Ergebnis der Booster zufrieden. 2 Rares, die ich gut gebrauchen kann. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugang. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.